Gib Gas. Raus jetzt. 4,5 Sekunden. 10. 11. 12. Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Die kürzen dann gleich mal ein bisschen ab. Und kommen. Es sind keine Stopp vor Barrichello wieder heraus. Aber trotzdem noch einige Plätze hinter unserem Ziel. Genau das könnte jetzt eben wirklich der spielentscheidende Vorteil hier sein. Oder der rennentscheidende Vorteil. Wenn wir es schaffen, an sie ranzukommen. Das wird jetzt die entscheidende Frage sein. Kommen wir an Kobayashi ran? Oder nicht? Dann haben wir hier volle Power. Und pushen die letzten vier Runden nochmal richtig. Okay, die Zeiten sehen gut aus. Du kannst mit der Spitze mithalten. In Sektor 2 schneller als dein Vordermann. Schnapp ihn dir in Sektor 2. So, jetzt haben wir hier alles rein, alles in die Waagschale. Vielleicht kommen wir noch nach vorne. Kurz ein bisschen weggerutscht. Aber gefühlt kommen wir näher. An die beiden da vorne heran. Nein, jetzt ist er hochgeschaltet. Ein bisschen weit rausgekommen. Und da wird jetzt ein Zweikampf ausgeführt da vorne. Vielleicht ist das zu unserem Vorteil. Abstand zu uns, die zwei. Ja, die war zurecht. Da sind wir sehr weit reingekommen. Und da gibt es dann die erste Verwarnung. Quasi jetzt noch diese und dann noch zwei weitere Runden, um da vorne mitzumischen. Es wird schwierig. Hier ist jetzt der nächste Angriff von Kobayashi. Und klappt das Kobayashi wieder vor Perez. Jetzt sind wir zumindest dran. An
an den beiden Servern. Könnte möglicherweise sogar DRS für uns geben. Das war so nicht gewollt. Und da haben wir das DRS. Herr sitzt dir im Nacken. Er ist direkt hinter dir. Aber für diese Runde hat es für Kobayashi noch nicht gereicht. Haben wir noch eine Runde, um wenigstens noch den 10. Platz zu erobern. Du fährst jetzt in seiner verwirbelten Luft. Dadurch hast du weniger Abtrieb auf der Vorderachse. Da waren wir etwas schnell. Das wird nicht reichen, um Kobayashi zu überholen. Aber wir sind dran und wir haben Windschatten. Und da gibt es leichte Berührung hier mit Kobayashi. Kurz vor Rennende. Du hast dich in die Punkteränge geschoben. Ja, und geschoben ist doch vielleicht auch so ein bisschen das richtige Wort gewesen jetzt. Jetzt absetzen können. Kurz vor Schluss. Ja, das ist gut. Da ist er, der Kobayashi. Aber wir haben eben jetzt keinen Flügel. Wir müssen das versuchen, mit dem KERS-System auszugleichen. Wird nicht leicht. Um den einen Punkt noch bis ins Ziel zu retten. Ja, das sieht doch gut aus. Wir haben das Ziel zwar leider nicht erreichen können, aber wir haben immerhin Barrichello geschlagen, haben noch einen Weltmeisterschaftspunkt geholt und letztendlich war es doch knapp. Ich meine, eine Position. Platz 10, gute Leistung, gut gemacht. Ein Platz weiter vorne wäre das Ziel gewesen. Es kann nicht immer klappen. Letztendlich ist es jetzt das erste Wochenende, wo wir unsere Ziele einmal nicht erreichen konnten. Und vielleicht sieht es in Katalonien, in Spanien beim nächsten Rennen ja alles schon wieder ganz anders aus. Aber bevor wir da hingehen, noch einmal die Endergebnisse des 4. Grand Prix der Formel 1 Weltmeisterschaft 2011. Gewonnen hat Felipe Massa, hinter ihm auf Platz 2 Mark Webber, auf Platz 3 Lewis Hamilton, Sebastian Vettel auf der 4, Jenson Button auf der 5, Fernando Alonso auf der 6, Vitaly Petrov im Lotus auf der 7, Nico Rosberg auf der 8, Nick Heidfeld im Lotus Renault auf der 9, wir auf der 10, Kobayashi auf der 11 und Perez auf der 12, die beiden Sauber. Rubens Barrichello, unser Teamkollege, auf Rang 13. Paul Di Resta im Force India auf 14, Alcesvari auf der 15. Michael Schumacher nur auf Platz 16, kurz vor Adrian Sutil auf Platz 17, Kartikian im HRT auf der 18, Ambrosio im Virgin auf der 19, Liuzzi auf der 20, Trulli auf der 21, Glock auf der 22, Kovalainen auf der 23. Und was wir im laufenden Rennen ja gar nicht mitbekommen haben, Sebastian Buemi ist leider ausgeschieden. Das ergibt dann jetzt im Kampf um den Weltmeisterschaftstitel folgende Punktewertung. Felipe Massa führt momentan das Feld mit 79 Punkten an, gefolgt von Mark Webber mit 50 Punkten, Fernando Alonso mit 45 Punkten, Lewis Hamilton auch mit 45 Punkten, Nico Rosberg mit 33 Punkten, knapp dahinter Jenson Button mit 32 Punkten, gleich auf mit Jenson Button ist Sebastian Vettel auch nur mit 32 Punkten, muss man sagen, denn in der Realität hat er ja jetzt seinen Titel klar gemacht und das ziemlich deutlich, wie ich finde. Vitaly Petrov auf der 8 mit 30 Punkten. Und 10 Punkte dahinter stehen wir mit 20 Punkten, gleich auf mit der Rennlegende Michael Schumacher.
Nick Heidfeld auf der 11 mit 12 Punkten, Paul Di Resta hat 4 Punkte und Perez und Barrichello haben immerhin schon mal einen Punkt und der Rest ist leider diese Saison noch punktelos. Daraus ergibt sich dann eine Konstrukteurswertung, die wie folgt aussieht. Ferrari auf der 1 mit 124 Punkten, Red Bull direkt dahinter mit 82 Punkten, McLaren auf der 3 mit 77 Punkten, das sind auch so die drei meiner Meinung nach Top-Teams, die schwer zu schlagen sind. Mercedes mit 53 Punkten auf der 4, Lotus Renault mit 42 Punkten auf der 5, VM Williams mit 21 Punkten, Force India mit 4 Punkten, Sauber mit einem Punkt und der Rest noch punktelos. Ja, und das war's dann auch heute schon wieder, für heute schon wieder und mit diesen Bildern, die leider nicht ganz so glücklich diesmal sind, möchte ich mich auch verabschieden. Wir sehen uns dann, wenn es wieder heißt Let's Play F1 2011 in Catalunya. Bis dahin alles Gute und viel Spaß. Ciao.